Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück bei Dead by Daylight Raccoon City. Wartet auf uns. Wir sind als Jägerin unterwegs, welche ich das letzte Mal vor Jahrzehnten gespielt habe und die Map kenne ich mal wieder überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Es ist gerade das Event, das unten zufällig... mir Perks ausgewählt werden. Das wollte ich mal ausprobieren. Also, und ich kenne natürlich unten die ganzen Bildchen nicht, was das für Perks sind. Keine Ahnung. Okay. Der ist über alle Berge, aber er ist auf jeden Fall da hinten hin. So, jetzt sind sie da drüben. Und Dach. Ich werfe einfach mal da hinten hin, in der Hoffnung, dass da... Oh, das dauert ja ewig. Kann man machen. Okay. Krass dumm von mir. Wo ist er hin? Er ist hier drüben lang gerannt. So. Den Trick kennt man. Also wird ein bisschen eine angespannte Runde für mich. Vor allem, weil jetzt die andere da ist. Mit der Lampe, ne? Die wird wahrscheinlich jetzt hier direkt vor mir auftauchen. Und rumfuchteln. So, die hängen wir mal in die Haupthalle. So, wir haben noch keinen Gen gemacht. Wir haben den ersten gehuckt. Schon mal ein guter Start. So. Der Muskana. Wir müssen schon mal so ein bisschen gucken, auf welche Gens wir uns fixieren. Die werden von draußen kommen. Ja, ja, die da drüben dürft ihr machen. Ich würde an ihren Stelle den da hinten wieder machen. Oh Gott, das kann sogar hängen bleiben. Also. Das gibt's doch gar nicht. Was hatten die für Hieroglyphenaugen? Alter, das wirft sich gar nicht mal so easy, ne? Ich dachte mal, man drückt da einmal drauf und dann hat man das. Nee, so einfach ist das gar nicht. So, wenn ich jetzt mit der Axt aushole, sind wir ehrlich. Oh, komm! Also... schwibbelt's aber auch. Jetzt habe ich keine Äxte mehr. Ich dachte, ich hätte 7 gehabt. Ich habe schon 7 Äxte verballert. Zack. Eine rausgenommen. 7 voll. Ah, die ist echt nicht so einfach zu spielen. Aber ich werde ja jetzt absoluter Dead by Daylight Profi. So. Der wollte schon den Haken sabotieren, ne? Der hat ihn sabotiert. Gibt's denn sowas? Der hat ihn sabotiert, das habe ich gar nicht mitbekommen. Hat gar nicht das Klirre gemacht. So, der ist hochgegangen, oder was? Ne, ist er nicht. Wo ist er denn hin? So, die haben sie hochgeheilt, war klar. Alter, die braucht aber auch ein halbes Jahrhundert. So, ist der Haken wieder da? Immer noch nicht. Okay. Zack. Oh, was? Alter, komm! Ist das albern. Die dickste Axt der Welt. Dass man da auch daneben hauen kann. Danke. Das war gut. Das war nicht gut. So, 2 Gens haben sie gemacht. Jetzt hole ich mir erstmal ein paar Äxtchen. Ist echt nicht so einfach. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Map ist nicht so unbedingt für mich jetzt geeignet. Wäre wahrscheinlich eine offenere Map für mich besser gewesen. Aber was ist schon gut? Was ist schon besser? Ich bin Killer, Gottverdammt. Ich bin froh, wenn ich hier irgendwo frisches Schlachtfleisch kriege. So, die wurde wieder aufgeheilt.
So, die kämpft schon. In dem Gen waren sie schon. Ich muss dann mal langsam gucken. Los! Welche ich verteidigen will. Um ehrlich zu sein, den da drüben werde ich höchstwahrscheinlich aufgeben müssen. So, die eine hat sich selber aufgegeben. Um ehrlich zu sein, will ich den gar nicht aufgeben. Weil der schön einsehbar ist. Der, der und der ist eigentlich gut einsehbar. Die hier drüben sind eher ein bisschen beschissen für mich. So, an denen haben sie noch gar nichts gemacht. Da hinten, der ist an. Okay. Hier komme ich hier irgendwie runter, das weiß ich nicht. Hätte man vielleicht einen Gang machen können, dass man runtergehen kann? Ja, ja, das ist mir klar, dass ihr da unten seid. Ich würde auch gerne runterkommen, aber... Der Killer kennt wieder den Weg nicht. So, an dem waren sie gar nicht, oder was? Daddy, Daddy. Ich weiß gar nicht, warum ich da hinrenne. Totaler sinnloser Blödsinn. Ich muss ja wieder in die Mitte. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Schlagen heute noch! Dass man da nicht drüber schlagen kann, kann man eigentlich. Ich weiß. Es ist mein eigener Fehler. Völlig logisch. So. Völlig logisch, dass ich da versagt habe. So, jetzt muss ich hier ein bisschen rumschlawenzeln bei der. In der Hoffnung, dass hier wer retten kommt. Eigentlich muss ich nur noch patrouillieren, sind wir ehrlich. Ich brauche hier einfach nur noch einen guten Rundweg. Aber, okay, doch hier komme ich wieder hoch. Also, das gibt's nicht. So, und wir zwei schön, was machen wir jetzt? Sehr gut, da unten ist der Keller, dann nehmen wir ihn gleich mit. Wir haben gar nicht so schlechte Ausgangslage jetzt. Die müssen noch 3 Gens machen und wir können relativ schnell zu allen Gens. Das ist ganz gut. Hier ist noch gar nichts verloren. So, ich habe eben schon mal eine Runde aufgenommen und da ist mein PC wieder abgestürzt. Ich habe wirklich langsam ein bisschen Bedenken. Wo ist er denn hin? Und dann ist mir die Idee gekommen, weil der PC erst abstürzt, seitdem wir hier umgezogen sind und ich noch mehr Festplatten und noch mehr geiles Equipment dran gegangen habe, an eine Einverteilersteckdose. An eine Steckdose mit ungefähr 15 Verteilern. Und sind wir ehrlich, habe ich mir gedacht, vielleicht ist auch einfach bei Spielleistung der Strom nicht ausreichend, weil auf einmal Black Screen. PC geht aus, startet neu. Kann ja sein, ne? Deswegen habe ich jetzt einfach mal eine Verlängerungsschnur quer durch den Raum gespannt und eine nicht genutzte Steckdose. So, das musste ich nämlich noch machen. Genutzt nur für den PC und da hänge ich jetzt nichts weiter dran. Okay, geht retten. Das sollte hoffentlich das Problem beheben. Okay, scheiße, die. Wo ist die andere? Ja, ich will jetzt auch nicht slangen oder so, deswegen. Oh, ich höre sie doch. Ich hab dich doch gehört. Tut mir leid. Nein, ich will alle kriegen. Ich habe diese Killer-Ehre nicht, dass ich hier irgendwie einen überleben lasse und du gibst mir einen Gegenstand und alle freuen sich und wir sind zusammen Freunde. Nee, ich bin Killer. Meine Aufgabe ist es, dich in den Keller zu hängen und dass dein letzter Blick dieser siffige Keller ist. Und dann musst du von uns gehen. Da, bitteschön. Tschüss. Schönes Leben. Noch. Für 2 Sekunden. So, wo habe ich denn die hingelegt? Zack, mitkommen. Hier werden alle sterben. Ich hatte jetzt gerade technische Probleme. So. Komm her. Zack.
Entitus, hol sie dir! Hol sie dir! So, zack, holen wir uns auch noch die nächsten schönen Äxte. Ja, geil, Leute. Ich habe absolut Bock, Dead by Daylight zu spielen. Vor allem als Killer. Meine sadistische Ader wieder aushängen zu lassen. So, sehr cool. Alle erwischt. Aber Raccoon City ist auch schwierig für die Survivor zu spielen. Ich muss aber auch sagen, ich komme mit ihr hier gar nicht klar. Ich habe mit der Killerin, mit der Jägerin ab und zu mal auf der Playstation gespielt. Da treffe ich gar nichts. Wirklich nichts. Und deswegen hatte ich hier schon so ein bisschen Respekt, weil das natürlich nicht wie so ein Shooter zu spielen ist, sondern das ist alles sehr, sehr träge, sehr verzögert. Aber dennoch haben alle gekriegt, was soll's. So, wir gucken dennoch mal rein, was wir hier für Perks gekriegt haben. K.O. Das Trauma, das deine brutalen Angriffe verursacht, macht Hilfeschrei qualvoll und schwierig. So, sehr viel Text. Was haben wir noch gehabt? Geißelhaken, monströser Schrei. Zu Beginn der Prüfung werden 4 zufällige Haken in Geißelhaken verwandelt. Ihre Augen werden weiß angezeigt. Geißelhaken gewähren einen um 20% schnelleren Fortschritt des Entitus, wenn sich der Killer weiter als... Das könnte uns wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal in die Karten gespielt haben. Totenschalter. Wenn du einen Überlebenden festhakst, wird Totenschalter für 30 Sekunden aktiviert. Jeder Überlebende, der dann mit der Reparatur eines Generators aufhört, bevor dieser vollständig repariert ist, sorgt dafür, dass der Entitus den Generator blockiert, bis der Totenschalter-Effekt... Das ist also Totenschalter. Das ist auch mal gut zu wissen, wenn ich wieder als überlebender Spieler und mich wundere, ich lasse da los. Ne, du hast es ja oftmals so, wenn du jetzt einen siehst, dass einer getragen wird, lässt du los, damit du nicht aufschreist. Wenn der gehuckt wird, und dann ist natürlich Totenschalter ganz gut, dann ist nämlich der Gen geblockt. Ihr wisst schon. So, Unterdrückung. Du hattest ein schwieriges Leben, deshalb machst du es anderen jetzt auch schwer. Das stimmt. Wenn du einen Generator beschädigst, störst du den Fortschritt von 3 weiteren willkürlich ausgewählten Generatoren. Alter, das sind geile Perks hier. Noch nie gehört. So, nebenbei haben wir noch die 4 Paletten zerstört. Es war eine geile Runde. Ich sag vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Euer von Freude Franz. Ciao.